Gewährt Konzentration bei Kampfbeginn. Ah. Vorante räuspert sich, dann zieht er an den gerüschten Manschetten seine Ärmel. Seine Haltung ist steifer als sonst. A rather delicate nature has arisen. One which I believe could benefit from your, let us say, expertise. An associate of mine is in need of a favor. Eine Sache von eher delikater Natur ist aufgekommen. Eine, die von deiner, sagen wir, Expertise profitieren könnte. Ein Partner von mir braucht einen Gefallen. Er hebt seine Augenbrauen fragend. That necessitates a great deal of discretion. See to this for me, and I will wait you with a considerable amount of coin. Ein Gefallen, der sehr viel Diskretion erfordert. Mach das für mich, dann erhältst du eine unbeachtliche Summe von mir. Wer könnte dieser Partner sein? And influential man. What more do you need to know? Ein reicher und einflussreicher Mann, was musst du sonst noch wissen? Was genau soll ich tun? My associate conducts dealings with a group of traders of a sort. The traders are having a bit of trouble with their newest stock. Mein Partner macht Geschäfte mit einer Gruppe von Händlern, gewissermaßen. Die Händler haben ein Problem mit ihren neuesten Vorräten. Sklaven? Wozu die ganze Diskussion? Something of a sensitive topic among the Principi. I'll explain further once I can trust you're fully committed. Es geht um eine sehr sensible Angelegenheit bei den Principi. Ich erkläre es dir genauso, weil ich darauf vertrauen kann, dass du dich voll engagierst. First, du kannst mir vertrauen. Swear it. I have your word on pain of death, Amico. Als erstes schwöre es. Du schwörst auf die Todesstrafe, Amico. Ja. Guano, er grinst düster. Dann segelst du zur Insel Krummsporn, wo du dich mit Meister Kua triffst. Er weiß plötzlich. The biggest slaver's port in the Deadfire. However, they've run afoul of the locals. So now. Their trade routes are under constant ambush. Dachte ich mir schon, dass es Sklavenhändler sind. Er betreibt den größten Hafen für Sklavenhändler in Todesfeuer. Allerdings ist er mit den Einheimischen in Konflikt geraten. Jetzt werden seine Handelswege ständig überfallen. Seraphins Mund steht leicht offen. Vertigo kitzelt den Rand deiner Gedanken, als würdest du über den Rand der Welt hinausschauen. Die Principi arbeiten mit Sklavenhändlern zusammen. Excellent goddamned question, Cap. Verdammt, gute Frage, Captain. Die beiden Fäuste des Orleaners zittern an seiner Seite. It is my associate who does that dealing. Nein, mein Partner macht diese Geschäfte. Er sieht dich mit einem stechenden my Blick an. Opinion on the trade is of little matter. It is legal, unlike many of our own activities. Meine Meinung zu dem Handel ist unbedeutend. Er ist legal im Gegensatz zu vielen unserer Aktivitäten. Since when be the fucking laws of Kith of any goddamn concern of the likes of us? Seit wann scheren sich Typen wie du um die Gesetze der Gestandenen. Ich werde nicht Sklavenhändlern nicht helfen. I understand you may harbor some hesitation in this regard. But in the case you reconsider, at least allow me to mark Crookspur on your charts. Das kann er machen. Ich verstehe, dass du zögerst, aber falls du es dir anders überlegst, lass mich dir wenigstens Krummsporn in deiner Karte markieren. When you get there, speak with Master Kua. Tell him I've sent you, and he'll fill you in on what he needs. Wenn du dort ankommst, rede mit Meister Kua. Sag ihm, dass ich dich schicke, dann wird er dir sagen, was er braucht. Eins aufs Maul. I'm here. Kann ich noch was mit dir bereden? Ado, and how is the sea treating you, Watcher? Ado, und wie ist die See zu dir, Wächter? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Do you know how I have lived so long in this life of piracy? Amico, du weißt so, wie lange ich schon in diesem Piratenleben überlebt habe? Ratschlag gut. Das würde ich mir gern notieren. Nein, aber ich wette, du wirst es sagen. Gutes Ziel und ein bübisches Aussehen? Nicht mal das da. Seine Augenbrauen heben sich amüsiert. Verschwörerisch lehnt er sich zu dir. You may already be aware, but I am a Dokotsi Paladin, the first chair on the Consuelo, and my crews have been known to call me the last Marchesso. Contrary to popular belief, I do not overly favor speaking of myself. Du weißt es vielleicht schon, aber ich bin ein Dracosi-Paladin, der Vorsitzende der Consulgago, und meine Besatzungen sind dafür bekannt, mich den letzten Marchesso zu nennen. Entgegen der allgemeinen Auffassung spreche ich nicht allzu gern über mich selbst. Let us share a fine conversation. Komm, lass uns reden.
Ich habe eine Frage zu dem Prinzip hier. Wem besser fragen als den Vorsitzenden und hochrangigsten Konsular, dem Konsulago des Casitas? Ach, was willst du wissen? Die Prinzipi stammen aus Alt-Vailia. Ja, tada, Miko, du liegst richtig mit dieser Annahme. Wir stammen von den Flüchtlingen ab, die Alt-Vailia während des Abstiegs verlassen haben. Sie segelten in den östlichen Abschnitt des Todesfeuers. Aber sie haben die Islands nicht verletzt. Heute, even, our shipboard life continues. Aber auf den Inseln ließen sie sich nicht nieder. Selbst heute gehen unsere Leben an Bord weiter. Mark, was möchtest du wissen? Stauhaus ist ja ziemlich interessant, Hafen. Wer hat ihn zuerst zusammengepflegt? Wichtig ist nicht, wer sie waren, Casito, nur dass wir sie ihn wegnahmen. Er grinst wie ein Hai, nur Zähne und But Gewalt. As you are curious, I will tell you this. The architecture of Balefire Beacon suggests dwarven craftsmanship. Aber da du neugierig bist, sage ich dir Folgendes. Die Architektur vom Freudenfeuerleuchtturm lässt auf die Handwerkskunst der Zwerge vermuten. My own research into the island upon which I established Dunwich paints these ruins in a picture of blood and agony. Whatever dwarves sought to make their refuge here were exterminated by a crush of Naga tidal waves and great sea monsters all at once. Meine Nachforschung über die Insel, auf der ich Stauholz gründete, malt diese Ruinen ein Bild voller Blut und Agonie. Was immer die Zwerge hier machen wollten, ihre Zuflucht hier wurde gleichzeitig von einem Nagerschlag, Flutwellen und riesigen Seeungeheuern zerstört. Ondra shelters her loyal sailors more than wayward mountain dwarves. Wir können vor Glück sagen, dass Ondra ihre treuen Seemänner mehr schützt als ein paar missratete Zwerge aus den Bergen. Ak, was möchtest du wissen? Sag mir noch mal, wer die Principisen Patrener sind. We are a magnificent, but largely landless people, so we have come to own the sea. Wir sind ein großartiges, aber überwiegend landloses Volk. So haben wir uns die See zum Besitz gemacht. We must seize prosperity where we can. Hence, we are oft labeled as pirates, smugglers, merchants of illicit trade or mercenaries. Um überleben zu können, müssen wir Wohlstand erobern, wo wir noch können. Deshalb werden wir oft als Piraten, Schmuggler, illegale Händler oder Söldner bezeichnet. It will not always be so, but it is for now. Es wird nicht immer so sein, aber vorher ist es. Vorerst ist es so. Ak, was möchtest du wissen? Der Kapitän denkt über deine Bitte nach, bevor er schließlich schwach nickt. Come, let us share a fine conversation. Komm, lass uns reden. Reden wir darüber, was du gebraucht hast. Ich höre dir zu, Amico. Er nickt. What weighs on your mind in this moment, Casita? Sag mir doch einmal, was wir über Rivan und Isaria wissen. I would happily entertain any further questions you may have. Auf jeden Fall beantworte ich gern alle sonstigen Fragen, die du vielleicht hast. Ich gehe davon aus, dass du einen Plan hast. In der Tat bestehe ich darauf. Er wirft dir ein verschlagenes Lächeln zu. I and mine cannot so openly venture into the depths of Neketaka, nor can we commune with the dead. You, Watcher, are adept in both of these areas. Wenngleich ich und die meinen sich nicht so offen in die Tiefe von Neketaka wagen oder mit den Toten kommunizieren können, du, Wächter, bist in beiden Bereichen ein Experte, korrekt? You must search the Temple of Berath on Neketaka's sacred stair. Ysaer's tomb within it should contain a chronicle for how and where he slayed our paladin, Rivan. Du musst den Tempel von Berath in Nekatakas heiliger Treppe durchsuchen. Ysaer's Grab darin müsste eine Chronik erhalten, wie und wo er unsere Paladin Rivan getötet hat. Ja. Wissen wir noch etwas über Lyca? Our Rivan was a Dorkotzi paladin who sailed to the Deadfire in order to safeguard a royal weapon of Old Velia. Dem Vernehmen nach war unsere alte Rivan eine Dekose-Paladin, die das Todesfeuer segelte, um meine königliche Waffe von Alt-Vailia zu bewahren. Paladins of the Darkozi were legendary in their time. Die Paladine der Darkozi waren legendär zu ihrer Zeit. Der Hauch eines Lächelns zuscht über ihr Gesicht, aber Forante bemerkt es entweder nicht oder ignoriert es. Indeed. In der Tat, er nimmt einen tiefen Atemzug und hebt stolz die Brust. Sie ist die Epitome of Grand Velia, of Magnificence, Honor and Duty. Living or undead, she strives still to serve her charge. Sie ist der Inbegriff von Großvailia.
vollbracht ihre Pflicht, ob lebt oder untot, sie strebt immer noch danach, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. And yet, we know not why, but a Baratheon priest called Isir opposed our rival, and fiercely. Und dennoch, wir wissen nicht warum, aber ein Priester Berafs namens Isir stellt sich gegen unsere Rivalen und zwar erbittert. They fought to the death. Rivans, to be precise, in this very archipelago. Sie kämpften bis zum Tod, Rivans, um genau zu sein, genau diesem Archipel. Rivan lost the sword she had sworn to protect. Mit ihrem Leben verlor Rivan auch das Schwert, das sie zu beschützen geschworen hatte. Er fährt mit seinem Finger Tristram Kinn entlang. It has lamentably remained unfindable since. I believe it may be why she searches the seas yet. Sie ist beklagenswerterweise seitdem unauffindbar. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie noch immer die Meere durchforscht. One Isir the Baratheon, now well rotted, I presume. Ein Isir, der Berater, jetzt wohl verrottet, nehme ich an. Wer ist dieser Isir? I know little but this. He was an Edirian warrior priest of Berath, and a significantly fervent one, if tales are to be believed. Leider weiß ich sonst gar nichts. Er war ein edirianischer Berat-Kriegspriester und zwar ein äußerst leidenschaftlicher, wenn man den Geschichten Glauben schenken darf. Deswegen hat er sie wahrscheinlich gejagt, weil sie eine Todeswache war, die nicht in Berats Gunst stand. Und als ein Priester, der dem Gott des Lebens und des Todes dient, muss er das wohl korrigiert haben. Er jagte unsere Dakozi in das Todesfeuer. Er jagte sie sozusagen in ihren Tod. Shortly after slaughtering our brave paladin, the priest died, possibly of sickness or perhaps from a festering battle wound. Kurz nachdem er unsere mutige Paladin getötet hatte, starb der Priester selbst, möglicherweise an einer Krankheit oder vielleicht an einer eiternden Kampfverletzung. He was entombed in honor of his service to Berath in the Katakas sacred stair. Er wurde zu Ehren seiner Dienste für Berath in der Katakas heiliger Treppe begraben. Lasst uns über was anderes reden. Come, let us share. Dann lebt vor allem wohl. What can I do? Certainly. Stufenaufstieg werde ich nächstes Mal machen. Ich mach mal hier noch einen Quick Save. Of what do you wish to discuss today? Ich höre zu, Cassita. Was möchtest du heute besprechen? Ja, ich will den vierten Sitz im Konsulago Miss Cassitas. The Consuelo will need to vote on it. But with your reputation, and if you vanquished Benwith, as appears to be the case, I do believe you are the most qualified to take his place, Huck. Das Konsulago wird darüber abstimmen müssen, aber mit deinem Ruf und dem... Und wenn du Benwith bezwungen hast, was der Fall zu sein scheint, dann denke ich sehr wohl, dass du für diesen Sitz am geeignetsten bist. Ich werde mit Ferrante reden, damit er sich die Angelegenheit überlegen kann. Jo. Das heißt, wir haben jetzt bei dem Prinzip Symbole des Todes. Der einzige Hinweis auf Lucia Riva liegt irgendwo unter der heiligen Treppe in Nikataka vergraben. Der fliegende Henker des Todesfeuers ist keine Märchengeschichte. Das Banner von Lucia Rivan, einem uralten Dracosi-Paladin, weht am Mast dieser Galeone. Ferrante will mehr über Rivans Vergangenheit herausfinden und zu erfahren, wie diese unnatürliche Bedrohung bekämpft werden kann. Ich habe Ferrante von meinen Hinweisen zum fliegenden Henker erzählt. Lucia Rivan hat ihr Leben und ihr mächtiges Schwert an Isir, den Berater, verloren. Ja. So, ich guck noch ganz schnell nach hier oben. Und dann machen wir da oben wahrscheinlich einen Cut. Ja. Die Schlüssel kommen von unten hoch und riechen nach Leuchtfeuer. Vogelkot verkrustet die Gitterstäbe dieses Käfigs. Hm. Sehr toll. Rost und Blut tauschen diesen Eisenkäfig in Ockerfarben. Die haben sozusagen ihr Gefängnis auf dem Dach. Naja, kann man auch machen. Ist auch recht bedrohlich so. Und irgendwie orkisch.
So, reisen wir noch zum strahlenden Hof. Ich hoffe, es gibt keine Komplikationen. Nein. Und dort werden wir dann speichern. Sind ja schon lang genug am Aufnehmen wieder. Gucken wir mal ganz kurz noch auf die Map. Allerlei des strahlenden Hofes, die Schatztruhe, Holzbeintruppe, strahlende Hofbar, Warenhaus. Also ja, hier gibt es ein paar. Hier ist sozusagen der Marktplatz. Aber wie gesagt, ich muss erstmal speichern. Das wäre jetzt LP30 schon. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.